Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de. Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast. Mein Name ist Ralf und mir gegenüber sitzt heute der Markus. Ja, hallo, Markus mein Name und ich bin Philosoph und psychologischer Berater. Ja, heute schauen wir nochmal, oder haben wir nochmal in unser Bücherregal gegriffen und eine Empfehlung für euch parat, die wir gemeinsam besprechen und ja, sodass ihr quasi eine Empfehlung habt, was ihr von diesem Buch erwarten könnt. Und vielleicht Disclaimer vorab, wir haben mit den Autoren, Verlagen oder was auch immer an der Stelle, sind wir nicht verheiratet, verbrüdert, verschwägert oder haben irgendwelche geschäftlichen Beziehungen. Also das sind Empfehlungen, die quasi von Herzen kommen. Ja, gut, dass du das nochmal sagst, genau. Genau. Du hast dir angeschaut, das Buch Stoicism von John Sellers. Ja, genau, das Buch habe ich mir angeschaut. Ich halte das jetzt einmal kurz hier in die Kamera für diejenigen, die uns über YouTube schauen und für all diejenigen, die uns über Spotify oder ähnliche Plattformen in Anführungszeichen nur hören, verlinken wir das, sodass man da auch nochmal genauer reinschauen kann. Ja, John Sellers und das Buch Stoicism, das ist schon ein bisschen älter, nämlich das stammt von 2006 und ist insofern eines der ersten Bücher, die eine Einführung zum Stoizismus liefern. Es ist allerdings nicht mehr ganz einfach zu bekommen, Ralf, da hast du, glaube ich, noch so eine Anekdote dazu. Ne? Ja, das stimmt. Wir hatten das in der School of Essential Studies, also am College of Stoic Philosophers, in einem Einführungskurs als, ich nenne es mal Schulbuch, weil es einfach eine sehr gute Einführung war, eine englischsprachige Einführung. Und wir sind davon ab, weil es einfach schwer zu bekommen war. Also preislich zum Teil und auch vom Angebot her. Ja. Aber dennoch, wer es bekommen kann, wie verlinkt mögliche Quellen, tolles Buch. Ja, ich spule noch mal ganz kurz zurück und sage mal was zu John Sellers. Also John Sellers ist selber Akademiker, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also hat eine klassische akademische Karriere gemacht, hat in London studiert, hat in Oxford studiert, ist jetzt hauptamtlich Philosoph am Royal Holloway in London, ist Associate Professor am King's College und auch Senior Member of Wolfson College in Oxford. Also insofern, da gibt es eine akademische Biografie im Hintergrund, aber, und das ist vielleicht irgendwie interessant zur Person, der ist nicht nur Akademiker, sondern eben auch Gründungsmitglied von Modern Stoicism, haben wir auch schon mehrfach erwähnt, das ist so ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Leuten, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Stoizismus auch in der Öffentlichkeit ein bisschen populärer zu machen. Ja, der Sellers hat auch nicht nur zum Stoizismus veröffentlicht, sondern auch zu Epikur zum Beispiel, hat aber auch Handbücher rausgegeben. Das geht jetzt wieder in die stoische Richtung, nämlich ein Handbuch über die Geschichte des Stoizismus. Und eben dann 2006 dieses Buch zum Stoicism. Ich hatte ja schon gesagt, das ist so ein Einführungswerk zum Stoizismus und ein sehr ausführliches. Das stimmt. Ja. Ja, sind wir schon bei der Frage, was ist das Thema, worum geht es überhaupt bei dem Buch, was können wir da erwarten? Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden. Wir hatten ja beim letzten Mal auch das Buch von Robertson und du hast ja auch das Buch von Bouzaret vorgestellt. Das sind vor allen Dingen Bücher, die eher um die Übungen im Stoizismus kreisen, also über den Übungs- und praktischen Teil, was muss ich eigentlich den ganzen Tag tun, um Stoiker zu werden. Und das Buch hier, das kreist vor allem um die Theorie. Und das ist insofern eine Einführung in die Theorie des Stoizismus und das in einer sehr vollständigen Art und Weise, indem nämlich die drei großen Bereiche Logik, Physik und auch eben Ethik dargestellt werden. Ja, das ist definitiv spannend zu lesen. So blätterst du um, siehst Logik und denkst auf einmal, oh, okay, hier geht es um Aussagen, hier geht es um Logik.
Wie passt das zum Rest, aber ja. Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir recht. Jetzt gehen wir natürlich schon ein bisschen in die Detailanalyse und so. Es ist so, dass ja diese einzelnen Bereiche, Logik, Ethik und Physik so ein bisschen davon abweichen, was wir so heute unter diesen verschiedenen Disziplinen verstehen. Also unter Logik haben die Stoiker dann Erkenntnistheorie gepackt, das, was man heute unter Erkenntnistheorie eben versteht. Also die Frage, was heißt eigentlich Wissen? Wie ist unser Zugang zum Wissen? Aber eben auch so Aussagen, logische Fragen, ne? Also Syllogismus, Genau. wie kann man eine Aussagenlogik konzipieren. Und auch unsere Unterscheidung in der Sprachphilosophie von Kasus Numerus Genus, die findet man zum Beispiel auch bei den Stoikern wieder involviert. Also die Logik ist ein sehr breiter Bereich und das ist vielleicht wichtig für diejenigen Leute, die sich dieses Buch irgendwie unter dem Weihnachtsbaum legen wollen. Das ist also sehr breit angelegt. Und wenn man sagt, das beschreibt Logik, Ethik und Physik, dann kriegt man auch den ganzen Packen an stoischen Lehren in diesem Buch. Stimmt. Ja. Wer würde denn da am meisten von profitieren? Oder sagen wir, für wen ist, wen spricht der Sellers an der Stelle an mit dem Buch? Also ich würde jetzt gerne sagen alle, aber es Ja. ist definitiv einfach ein Buch für, würde ich sagen, mindestens Minimaleingeweihte. Und das bedeutet vor allen Dingen für, würde ich sagen, Studierende Philosophie, aber Okay. eben auch für Leute, die schon weiter eingearbeitet sind, vielleicht in der Forschung arbeiten und selber noch nichts zum Stoizismus gemacht haben, aber jetzt einfach einen Überblick haben wollen. Natürlich gibt es immer Ausnahmeerscheinungen, die auf dem Nachttisch solche schwere Kost lesen können und auch verstehen können. Das ist aber eher die Ausnahme. Also muss sagen, es gibt schon eine gewisse akademische Fallhöhe hier in diesem Buch. Das soll nicht abschrecken. Also derjenige, der sich wirklich da reinbeißt, gewinnt wirklich, wirklich viel. Aber man sollte auch nicht so tun, als sei das Buch sozusagen für alle gleichermaßen zugänglich. Ja, macht Sinn. Also ich weiß, dass wir das am College halt, es war quasi so eine Art geführte Lesung. Du hast Fragen zum Text bekommen und konntest dann die Antworten im Text finden. Das hat schon viel Sinn gemacht an der Stelle. Ja, weil, ich sag mal, viel Bilder hast du nämlich auch nicht da drin. Du musst wirklich lesen, ne? Ja, das stimmt. Es ist auf keinen Fall ein Bilderbuch. Es ist ein Buch mit viel Text. Natürlich gibt es irgendwie auch schon so Sachen, die Theorie der Emotionen, wo dargestellt wird, welche Typen von Emotionen gibt es und so, damit man ein bisschen besseren Überblick hat. Aber das Buch, anders als jetzt das Buch von Robertson, was wir schon mal vorgestellt haben, Stoicism, and the Art of Of Living. Happiness. Genau, ja, das besticht jetzt mehr dadurch, dass da Schaukästen, Zusammenfassungen und so weiter sind. Also hier in diesem Buch gibt es auch Zusammenfassungen nach jedem Kapitel, ne? Aber der Hauptaspekt liegt eben nicht darin, dass in besonders schönen Kästen grafisch exponiert Dinge so dargestellt werden, dass man auf einen Blick erkennt, worum es geht, sondern man muss sich schon so ein bisschen in die Theorie reinbeißen. Ja, stimmt, ja. Was ist dir besonders aufgefallen bei dem Buch? Was würdest du hervorheben? Ja, also es ist ein akademisch lakonischer Stil, also so ein bisschen wie es Stoiker vielleicht auch präferieren würden, wenn Ja, man so das ne? stimmt. Aber es ist nicht langweilig. Also es sollte jetzt bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, nicht irgendwie rüberkommen, das Buch lass die Finger davon oder so. Ich finde es tatsächlich wirklich herausfordernd, aber wenn man sich reingebissen hat, überhaupt nicht langweilig, sondern wirklich spektakulär ist vielleicht das falsche Wort, aber lehrreich. Und ich mag vor allen Dingen die sachliche Darstellung, die um kurze, konzise Auseinandersetzung, glaube ich, bemüht ist. Das ist mir besonders aufgefallen. Es ist auch so, dass es besonders redlich ist und transparent, mit Blick auf die Quellen. Das heißt, da findet Okay, sich sowas wie, ja, die Stoiker sagen dies oder jenes. Da findet sich in Klammern aber auch dahinter eine Angabe, wo das zu finden ist. Oder wenn es irgendwie um die Interpretation geht. Also es ist mir auch aufgefallen, also wie sehen die Stoiker zum Beispiel das Verhältnis von Urteilen und Emotionen? Und da fächert Sellers sehr schön auch die Auseinandersetzung in der Literatur auf, ob die Stoiker zum Beispiel meinten, dass die Emotionen selber Urteile sind oder kausal hervorgerufen werden. Also sehr spitzfindige Details. Aber die führt er eben auch aus. Ne? Und das hat mir gut gefallen. Das Niveau bleibt im Buch auch gleich hoch. Manchmal hat man ja so das Gefühl, also und ich weiß das auch als derjenige, der hier und da schon mal ein Buch geschrieben hat, mit manchen Dingen kennt man sich gut aus, mit anderen kennt man sich irgendwie nicht so gut aus und dann gibt es so Höhen. Also manche Kapitel fallen einem leichter und andere eben nicht so und das merkt man dann auch als Leser, dass sich jemand dann vielleicht nicht so gut in bestimmten Bereichen auskennt.
insbesondere wenn man über so eine Großphilosophie wie Stoizismus oder so schreibt. Und das ist nicht der Fall. Also da hat man schon das Gefühl, der kennt sich in allen Bereichen Logik, Ethik, Physik sehr, sehr gut aus. Mhm. Der hat sicherlich auch Schwerpunkte und so, aber nichtsdestotrotz bleibt das Niveau, bleibt das denkbar nachvollziehbar hoch. Ja, ja, ja. Stimmt, schön, ja. Gibt es auch irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat? Tja, nicht so gut. Das sind jetzt vielleicht Sachen, wo man sagen würde, da fehlt jetzt irgendwie so die Kirsche auf der Torte. Und genau, manchmal ist es auch ein bisschen der Rubrik geschuldet, denn das Buch ist ein Einführungswerk. Denn was mir noch gefehlt hat, war eine ausführliche Auseinandersetzung mit der politischen Philosophie der Stoiker, insbesondere mit der Stoischen Republik, also mit Zenons Republik. Da gibt es ein paar Zeilen dazu, aber nicht so viel, zum Beispiel im Verhältnis zur Ethik oder Emotionstheorie oder so. Und da erkennt man dann vielleicht auch, dass der Sellers jetzt nicht so ausführlich dazu gearbeitet hat. Klar sind die stoischen Quellen hierzu sehr übersichtlich zur politischen Philosophie. Aber es gibt halt andere Leute und andere Einführungen, die mehr daraus gemacht haben. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr dazu gewünscht. Und die Verbindung zur praktischen Philosophie. Also zu den Übungen. Natürlich sagt der Sellers am Anfang, dass der Stoizismus einfach ein Way of Life ist und so, und dass er sich beschränkt auf die Theorie. Hier und da hätte man sich aber gerne gewünscht, um das besser zu verstehen, welche Konsequenzen bestimmte theoretische Annahmen der Stoiker haben. Also wenn sie so einen Determinismus annehmen und die Idee einer bestmöglichen Welt, was bedeutet das für den Lebensalltag eigentlich? Ne? Und wie hängt das dann damit zusammen mit den Übungen der Prämeditatio zum Beispiel oder der Akzeptanz der Dinge, die wir nicht kontrollieren können? Das wäre einfach schön gewesen, muss nicht, wäre schön gewesen, aber das war etwas, was mir aufgefallen ist, die beiden Sachen. Ja, aber es klingt ja insgesamt nach einem sehr runden Buch, würde ich sagen. Also wie ist dein Schlussfazit an dem? Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin ja Philosoph und wir sind alle so ein bisschen Bluthunde oder manche von uns Philosophen. Das heißt, wir suchen immer irgendwie so das Haar in der Suppe. All das, was ich jetzt gesagt habe, auch zu den negativen Aspekten, sollte, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein rundes, tolles Buch ist für denjenigen, der bereit ist, sich so ein bisschen in die historische Theorie reinzubeißen, glaube ich, sagen zu können, als jemand, der auch im angelsächsischen Bereich schon sehr viele Einführungen gelesen hat, ist das so mit immer noch, ne? Also nach so vielen Jahren, immer noch das Beste, was man lesen kann. Also für mich, wir haben da noch nie eine Skala eingeführt, 4 von 5 Daumen. Okay, gut, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. Genau. Ja, sehr schön. Okay, dann fällt dir noch mal ein, was du da zum Buch sagen wolltest? Ich bin wunschlos glücklich. Sehr schön. Dann haben wir die Lage dieses stoischen Buches hinreichend erörtert. Ja, so würde ich es auch sagen. Alles klar. Also, heiter bleiben. Genau, macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.